Oh, das klappt gut, das klappt gut. Oh, das geht. So, und damit herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ich habe gerade Playlist irgendwie deaktiviert, keine Ahnung. Muss ich nochmal kurz anwerfen. Und dann hier, da kann ich jetzt schließen und habe hier Musik. So schön. Ja, im letzten Part hier ein bisschen über Beleidigung und so unterhalten. Ja, ist noch an. Uiui, jetzt, boah, ist das gerade laut, ey. Das ist gerade wirklich laut, aber gut. Alter, war das im letzten Part? Soll ich doch mal die Lautstärke jetzt an hier, bitte? Naja, egal. Wahrscheinlich habe ich es im letzten Part nicht so wahrgenommen, dass das zu laut ist hier. Ich finde dieses irgendwie doof, diese Ansicht. Ich finde die so am besten. So. Oh, Kacke. Mann, da vergessen. Nun gut, werde ich gleich dann nochmal drüber sehen beim Zurückfahren. Schön. Dim, 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 dim. Gut, ja. Heute der letzte Part für mich. Und dann habe ich es endlich geschafft mit der Vorproduktion. Ja! Freue ich mich gerade. So. Gut. Worüber kann ich denn jetzt nochmal reden? Ich weiß es gar nicht. Ach ja, ich hatte eigentlich mal heute einen Eurotruck. Ich weiß nicht, wann ein Eurotruck. Ich weiß es nicht, einfach nicht mehr, weil so viel Input für mich und... Ah, scheißegal. Ja, dass ich in den Ferien, oder dass es gut aus sein könnte, dass ich in den Ferien auch mal ein paar Lives oder ein Livestream mache. Und ja, da wollte ich dann nochmal sagen, LS kann ich spielen, aber nicht im Multiplayer. Das geht einfach nicht, da meine Internetleitung das nicht verkraftet. Aber meine Mutter hatte mir letztens versichert, dass worauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich demnächst eine neue Internetleitung bekomme. Ja, dann kann ich das vielleicht machen. Die hat dann 5 Megabits ab. Und ja, dazu brauche ich dann allerdings noch ein neues DLAN-System, aber das sollte sowieso kein Problem sein. Da mein derzeitiges sowieso ständig überhitzt und ich schauen wollte, ob das an dem liegt oder an dem Wetter. Ja, ne. Wird das demnächst dann hoffentlich geändert sein. Also, ja. Einmal, das braucht nur ein bisschen. Ja, meine Mutter meint, das kann, weiß nicht, wann sie dort bestellt oder wenn sie mal dran denkt. Auf jeden Fall, ne. Freue ich mich, hat mir versprochen, demnächst holt sie sich das. Ne. Keine Ahnung, sie wollte dann nochmal irgendwas rücksprechen mit, keine Ahnung, Fernsehvertrag und so. Wir haben ja über Unity Media. Die wollten auch nur irgendwelche Pakete zubuchen oder so ein Kram. Keine Ahnung. Das wäre dann im Endeffekt günstiger. Sie zahlt dann 5 Euro mehr, als wie wir jetzt zahlen. Und ja. Allerdings, wenn sie jetzt zu unserer jetzigen Internetleitung diese Fernsehpakete dazu bucht, bezahlt sie irgendwie insgesamt 15 Euro mehr, als wir jetzt zahlen. Und das lohnt sich nicht. Dann nimmt sie lieber gleich das bessere Paket mit den ganzen Paketen dazu, ne? Und dann noch der besseren Internetleitung für mich. Also, ja, das finde ich super. Und ja, ist echt toll. Super, dass Unity Media da sowas anbietet, muss ich sagen. Also gefällt mir schon mal. So. Gut, dann haben wir heute nicht so viel geschafft. Hat nur ein bisschen gesät. Ist jetzt natürlich blöd, wegen der Multiplayer-Aufnahme direkt da. Im Anschließenden. Einfach, weil ich jetzt nicht mehr so viel machen kann. Das ist echt doof. Da muss ich dann mit den Gästen da rumstehen und sitzen und ja, warten, dass das fertig wird. Aber gut, ja. Es sind ja jetzt erst 4 Minuten von dem Part rum, ich denke. Dann setze ich hier jetzt schon mal ein bisschen Zeit ab und dann mit den Leuten im nächsten Part dann noch die restliche Zeit. Uiuiui, wird knapp. Nee, schaffe ich nicht. Muss ich mal kurz zurücksetzen. So, und dann wieder 2. So. Schön. Jo, ne? Ja, das packe ich in einem Party locker. Dann spule ich jetzt hier schon mal ein bisschen die Zeit vor. Stelle mich dann irgendwo hin. Weil ich kann ja eh nichts mehr machen.
Ja, ich glaube an die BGA. Vielleicht wird die ja noch reif. Dann kann ich nächstes Mal irgendeinen Gast damit beauftragen, die leer zu schaufeln. Dann muss ich das nicht machen, ne? Obwohl ich das eigentlich sau gerne mache, BGA schaufeln. Mir macht das richtig Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Aber nun gut. Das ist eigentlich das, was mir so am meisten Spaß macht. Danach kommt dann Dreschen und Häckseln. Dann pflügen und dann säen. Also säen, das was ich gerade mache, mache ich eigentlich am unliebsten. Aber gut. Muss ja auch gemacht werden. Kann ja nicht nur alle die Helfer machen. Kostet ja auf Dauer auch viel zu viel Geld. Und ne, wisst ihr Bescheid. Setze ich mich mal hier kurz so in Cockpit-Sicht hinein. Oh, schön. Ja, komm, das packe ich jetzt in dem Part noch. Da ist mein großes Ziel, hier noch ein bisschen die Felder in dem Wachstum voranzutreiben. Das ist eigentlich sau nice. Also, ich muss sagen, ich finde das toll, dass man jetzt innerhalb des Spiels, ja, jetzt, ist schon seit 2013, seit Anfang 2013, vom LS jetzt, die Zeit innerhalb des Spiels vorandrehen kann, weil das ging ja bei den alten Teilen nicht. Und das hat mich immer angekotzt, dann speichern, rausgehen, dort die Zeit vorstellen und sowas, ne? Und jetzt einfach hier in-game Escape drücken und die Zeit vorspulen. Das ist doch super hammer geil, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Da haben sie sich echt wieder was bei gedacht, ne? Ist schön. So. Ich fahre hier nämlich gerade großzügige Kurven, ja. Und jetzt mache ich mal hier, versuche so gut zu fahren, wie es geht. Damit ich jetzt nicht mehr so häufig fahren muss. Hoffe ich zumindest. Und ja. So, vielleicht nur eine, ja, zwei Bahnen könnten das vielleicht schon werden. So. Wunderbar. Dann einmal hier so. Bitte lass das reichen. Das wird knapp. Das ist knapp, aber es sollte reichen. Oh, wieder so eine knappe Stelle, aber hat wieder gereicht. Nice. Jo, schön, ne? Oh, endlich das Geräusch weg. Wunderbar. Ich schau mal, ob der Helfer hier fertig ist. Gerade fertig geworden. Wunderbar. Da habe ich schon irgendwas gesät. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall, hier ist jetzt Gerste. Und dann dünge ich jetzt nochmal, genau. Aber ich kann, denke ich, hier schon mal die Zeit hochdrehen. Beim Düngen sollte das, glaube ich, nicht so schlimm sein. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann habe ich jetzt halt mal weniger Ertrag beim Mais. Sollte jetzt auch nicht so der Wille sein. Ah komm, wisst ihr was? Ich mache mal nicht gleich auf 120. Bis ich dahin gefahren bin, mache jetzt nochmal auf Echtzeit. Und ja. So. Schade, wird das dann doch nichts mit dem... Ah, ne, kann ich nicht machen. Ich will nicht riskieren, dass ich noch mehr Mais anpflanzen muss. Einfach, weil es jetzt nicht reicht. Es sollte eigentlich nach dieser Dingens hoffentlich für den Bührerei... für den Drescher reichen. Und ja, ne. Hoffentlich. Dann muss ich immer halt mal mit den Gästen ein bisschen warten. Das ist jetzt, denke ich, nicht so wilde. Oh Gott. Ich komme mit der Düngmaschine nicht klar. Muss ich ja beim Kaddi in der Aufnahme machen, düngen. Da habe ich meine Aufgabe gut erledigt, fand ich. So, dalle. Hier, bei den Kurven tue ich mir immer besonders schwer. Muss ich leider sagen. Ich muss jetzt auch immer lernen, das direkt nach jeder Kurve auszuschalten, weil sonst doof ist. So. Da sind die Stellen, die sind mir ehrlich gesagt egal. Da dünge ich jetzt nicht nur alles mal nach. So. Fange ich hier schon mal an mit dem Düngen. Da. Der Düngerstreuer halt, ne? Ich muss sagen, den brauche ich eigentlich nur. Außer jetzt hier, vielleicht für das Feld ist halt etwas unpraktisch, aber sonst so. Ich spanne ihn ja eh immer vor eine Sämaschine und da reicht er eigentlich vollkommen. Gun hat mich damals ausgelacht. Haha, du hast dir so einen schlechten Dünger gekauft. Haha. Das war mir so Wurst, ne?
Verdammt, da übersehe ich immer was. Gut. Düngen ist eigentlich auch noch so eine angenehme Aufgabe, wo man einfach nichts machen muss. Muss ich ehrlich sagen, das ist schön. Es ist genau für mich die Aufgabe, ne? Oh, gleich ist Assassin's Creed fertig runtergeladen. Freut mich. Schön, schön. So, dann jetzt einmal hier alles schön andingsen. Hervorragend. Und ja, nice. Oh, das klappt gut, das klappt gut. Oh, das geht. Freue mich gerade richtig, da das gut geht mit dem Düngen. Na gut, ich lasse hier und da vielleicht mal ein, zwei Stellen aus, aber so, naja, das ist mir ehrlich gesagt egal. So knauserig bin ich dann doch nicht, dass ich da jedes Fünkelchen Ertrag unbedingt komplett ausnutzen muss. Ich meine, mein Dünger ist ja eh fast leer. Mein Düngerstreuer hier. Von daher. Nee, schaffe ich nicht mehr, das Feld mit dem noch zu beenden. Da habe ich, sag mal so, das Großteil habe ich gedüngt damit. Das ist dann auch ehrlich gesagt egal. Ich habe jetzt nur 50 Körner drin. Ich habe jetzt 75 Verbrauch. Vielleicht schaffe ich das doch noch. Ich schau mal. Könnte sein, dass ich das vielleicht noch schaffe. Nee, denke ich, schaffe ich nicht mehr. Aber gut, ja. Großteil ist gedüngt von dem Feld. Hier machen wir nochmal so. So, einfach damit man hier. Ja. Feld ist vorbei, das reicht jetzt, muss ich sagen. Da muss ich jetzt nicht mal Geld ausgeben. Zudem möchte ich hier auch die Zeit vorspulen, weiterspielen. Dann gehe ich mal hier zum Silo. Da habe ich's. Das ist bei Gären 13%, okay. 14. 15, nice. Das hier ist das 100% verdichtet. Ja, 100% verdichtet. Doof, dass das hier nur 19% sind. Nicht so toll. Gut, ich schau mal hier, wie weit die Dinger sind. Okay, gut. Ja, ne, dann bleibe ich jetzt hier nochmal ein bisschen stehen bis zum Rest des Partes. Ne? Freue mich denn jetzt auf die Aufnahme mit euch am Mittwoch. Wird ganz, ganz große Klasse, denke ich. Und ja, ne? Könnt mir ja mal so schreiben, wenn ihr bei der Aufnahme wart, wie ihr die so fandet. Vielleicht ein bisschen Kritik geben. Das fand ich doof, das fand ich gut. Ne? So wie ihr es sonst immer macht, ne? Nehme ich mir dann bei den nächsten Aufnahmen zu Herzen zum Beispiel, dass, keine Ahnung, ihr nichts sagen durftet oder so. Was ich aber, denke ich, nicht der Fall ist. Also, wenn ich zu viel reden soll. Das ist sowieso egal, das hört ihr wieso erst danach. Ha. Aber es ist halt so, dass oft die Gäste, dass ich die Gäste zum Reden animieren muss. Leider, leider, weil sie es halt nicht gewohnt sind, beim Zocken zu reden. Und ja, ne. Gut, der Part hier ist dann auch jetzt schon vorbei. Ich würde mich dann auf jeden Fall über eine positive Bewertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann mit Gästen und hoffentlich mit Gästen. Und ja, tschüss!